Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Badura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in Weiß und eine Hose oder einen Rock in Schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in Weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 Euro und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Badura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß. Und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in Weiß und eine Hose oder einen Rock in Schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in Weiß hier,
wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 Euro und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja. Hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seitengasse 4a, Frau Nowak? Ja. Wie alt ist das Foto? Das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 Euro. Der normale Preis ist 75,90 Euro. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Fingerabdrücke. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja. Hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seitengasse 4a, Frau Nowak? Ja. Wie alt ist das Foto? Das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 Euro. Der normale Preis ist 75,90 Euro. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift und dann noch Ihre Fingerabdrücke. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und 3-mal falsch eingetippt. Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Puh, die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211. Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812 409 211, richtig? Ja. Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, Ihren Pass oder den Personalausweis. Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und 3-mal falsch eingetippt. Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Puh, die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211.
Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812-409-211, richtig? Ja. Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, Ihren Pass oder den Personalausweis. Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Ja, bitte? Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz, vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 Euro. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1, und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Ja, bitte? Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz, vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 Euro. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1, und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Könnte ich mal telefonieren, bitte? Könntest du mir bitte helfen? Gib mir bitte kurz dein Buch. Könnten Sie das bitte fertig machen? Kannst du bitte die Musik ausmachen? Könntet ihr bitte zu mir kommen? Könnte ich mal telefonieren, bitte? Könntest du mir bitte helfen? Gib mir bitte kurz dein Buch. Könnten Sie das bitte fertig machen? Kannst du bitte die Musik ausmachen? Könntet ihr bitte zu mir kommen? Meine Füße tun weh. Wir sind schon so viel gelaufen. Was machen wir jetzt? Wir wollten doch auch zur Universität. Nehmen wir einfach die U-Bahn. Ach, fahren wir doch lieber mit der Straßenbahn. Da sieht man auch was. Ja, okay. Da vorne bei der Oper ist eine Haltestelle. Können wir bis zur Uni fahren? Nicht ganz. Wir fahren den Ring entlang und beim Parlament müssen wir aussteigen. Ring? Die Ringstraße. Hören wir einfach rein in die App. Die Ringstraße ist die schönste Straße von Wien. An der Ringstraße stehen viele wichtige Gebäude. Fast alle sind in den Jahren zwischen 1850 und 1880 entstanden.
Die Staatsoper wurde 1869 eröffnet. Die Architekten waren... Siehst du den kleinen Park? Ich glaube, das ist der Burggarten. Burgring? An der Ringstraße stehen auch die beiden großen Museen. Das Kunsthistorische und das Naturhistorische. Hinter dem Maria-Theresien-Platz ist das neue Museumsquartier. Da können wir morgen hingehen, ins Museumsquartier. Und der große Platz da, guck mal, das muss der Heldenplatz sein. Davon habe ich schon gelesen. Möchtest du die Informationen hören? Nein, ich schaue einfach. Ring Volkstheater. Da rechts ist der Volksgarten. Ah, da ist der. Da gehen wir heute Nacht hin, in die Clubdisco. Genau. Parlament, Rathaus. Oh, wir müssen aussteigen. Dann gehen wir durch den Rathauspark zur Universität. Meine Füße tun weh. Wir sind schon so viel gelaufen. Was machen wir jetzt? Wir wollten doch auch zur Universität. Nehmen wir einfach die U-Bahn. Ach, fahren wir doch lieber mit der Straßenbahn. Da sieht man auch was. Ja, okay. Da vorne bei der Oper ist eine Haltestelle. Können wir bis zur Uni fahren? Nicht ganz. Wir fahren den Ring entlang und beim Parlament müssen wir aussteigen. Ring? Die Ringstraße. Hören wir einfach rein in die App. Die Ringstraße ist die schönste Straße von Wien. An der Ringstraße stehen viele wichtige Gebäude. Fast alle sind in den Jahren zwischen 1850 und 1880 entstanden. Die Staatsoper wurde 1869 eröffnet. Die Architekten waren... Siehst du den kleinen Park? Ich glaube, das ist der Burggarten. Burgring? An der Ringstraße stehen auch die beiden großen Museen. Das Kunsthistorische und das Naturhistorische. Hinter dem Maria-Theresien-Platz ist das neue Museumsquartier. Da können wir morgen hingehen, ins Museumsquartier. Und der große Platz da, guck mal, das muss der Heldenplatz sein. Davon habe ich schon gelesen. Möchtest du die Informationen hören? Nein, ich schaue einfach. Ring Volkstheater. Da rechts ist der Volksgarten. Ah, da ist der. Da gehen wir heute Nacht hin, in die Clubdisco. Genau. Parlament, Rathaus. Oh, wir müssen aussteigen. Dann gehen wir durch den Rathauspark zur Universität. Man hört und liest immer wieder, dass man in Wien sehr, sehr gut leben kann. Mara, finden Sie das auch? Das kann ich nicht sagen. Ich wohne schon sehr lange in Wien und habe nie in einer anderen Großstadt gelebt. Das Leben hier in Wien ist wirklich gut. Das Wasser ist gut. Ich muss nie Wasser in Flaschen kaufen. Die Stadt ist sauber. Die U-Bahn, die Straßenbahnen und die Busse funktionieren gut. Gibt es auch negative Dinge? Was finden Sie nicht so gut? In der Innenstadt sind zu viele Touristen. Fast 8 Millionen pro Jahr, habe ich gehört. Viele Leute vermieten deshalb ihre Wohnungen an Besucher und die Mieten werden immer teurer. Und im Winter ist das Wetter nicht so angenehm. Es gibt viel Wind und oft Nebel. Aber ich bin sehr gern Wienerin. Vielen Dank. Und Sie, Philipp, stimmen Sie zu, dass man in Wien sehr gut leben kann? Ja, ich lebe jetzt schon 10 Jahre hier und möchte nicht mehr weggehen. Warum sind Sie nach Wien gekommen? Ich habe eine Stelle bei der UNO bekommen. Ich finde, Wien ist jetzt internationaler als vor 10 Jahren.
Das gefällt mir. Und es gibt gute Schulen für meine Kinder. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Ich denke, viele Leute in Wien sind nicht zufrieden. Sie sehen die Dinge immer nur negativ. Das verstehe ich nicht. Vielen Dank. Man hört und liest immer wieder, dass man in Wien sehr, sehr gut leben kann. Mara, finden Sie das auch? Das kann ich nicht sagen. Ich wohne schon sehr lange in Wien und habe nie in einer anderen Großstadt gelebt. Das Leben hier in Wien ist wirklich gut. Das Wasser ist gut. Ich muss nie Wasser in Flaschen kaufen. Die Stadt ist sauber. Die U-Bahn, die Straßenbahnen und die Busse funktionieren gut. Gibt es auch negative Dinge? Was finden Sie nicht so gut? In der Innenstadt sind zu viele Touristen. Fast 8 Millionen pro Jahr, habe ich gehört. Viele Leute vermieten deshalb ihre Wohnungen an Besucher und die Mieten werden immer teurer. Und im Winter ist das Wetter nicht so angenehm. Es gibt viel Wind und oft Nebel. Aber ich bin sehr gern Wienerin. Vielen Dank. Und Sie, Philipp, stimmen Sie zu, dass man in Wien sehr gut leben kann? Ja, ich lebe jetzt schon 10 Jahre hier und möchte nicht mehr weggehen. Warum sind Sie nach Wien gekommen? Ich habe eine Stelle bei der UNO bekommen. Ich finde, Wien ist jetzt internationaler als vor 10 Jahren. Das gefällt mir. Und es gibt gute Schulen für meine Kinder. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Ich denke, viele Leute in Wien sind nicht zufrieden. Sie sehen die Dinge immer nur negativ. Das verstehe ich nicht. Vielen Dank. Du hast ja noch gar nichts von der Fahrt nach Köln erzählt. Wie war es mit deiner Klasse? Es war anstrengend. Aber gut. Ich bin ja gern mit den Schülern unterwegs. Es ist so anders als in der Schule. Aber vorher muss man alles organisieren. Ich weiß, das machst du nicht gern. Du bist lieber in der Klasse. In der Klasse und draußen. Am liebsten mache ich mit den Schülern Projekte. Das macht ihnen Spaß, sie arbeiten selbst und ich kann sie beraten. Da lernen sie auch am meisten, aber... Aber was? Die Schule beginnt viel zu früh am Morgen. Um 8 Uhr sind die Schüler noch nicht wach. Das ist einfach blöd. Für die Schüler und die Lehrer. Aber wenigstens muss ich meistens nicht am Wochenende arbeiten, wie du. Naja, der letzte Monat war schon stressig. Diese Baustelle ist einfach schwierig. Aber das Haus muss in 3 Monaten fertig sein. Ich muss da die Termine einhalten. Das nervt manchmal, klar, aber es ist einfach so. Letzten Samstag hast du den ganzen Tag gearbeitet. Das finde ich immer schade. Das passiert nicht oft. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich kann ja dann an einem anderen Tag später beginnen oder ganz frei machen. Du schon, aber ich nicht. Wir haben so wenig Zeit zusammen. Wenn dieses Haus fertig ist, dann wird es wieder besser. Und wir haben den Urlaub. Ich kann dieses Jahr 3 Wochen am Stück frei machen. Und habe dann immer noch 2 Wochen in diesem Jahr. Naja, deine Ferien sind natürlich länger. Ist ja schon gut. Ich weiß ja, dass alle denken, wir Lehrer haben zu viel Urlaub und Ferien. Egal, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Und ich mag meinen Job ja. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich auf einer Baustelle die Arbeit von anderen kontrollieren muss. Das ist mega stressig. Da gibt es oft Probleme. Zu den Behörden gehen und verhandeln, das braucht Zeit und Geduld. Das macht mir eigentlich Spaß. Du sag mal, wann fährt denn... Du hast ja noch gar nichts von der Fahrt nach Köln erzählt. Wie war es mit deiner Klasse? Es war anstrengend. Aber gut. Ich bin ja gern mit den Schülern unterwegs. Es ist so anders als in der Schule.
Aber vorher muss man alles organisieren. Ich weiß, das machst du nicht gern. Du bist lieber in der Klasse. In der Klasse und draußen. Am liebsten mache ich mit den Schülern Projekte. Das macht ihnen Spaß, sie arbeiten selbst und ich kann sie beraten. Da lernen sie auch am meisten, aber... Aber was? Die Schule beginnt viel zu früh am Morgen. Um 8 Uhr sind die Schüler noch nicht wach. Das ist einfach blöd. Für die Schüler und die Lehrer. Aber wenigstens muss ich meistens nicht am Wochenende arbeiten, wie du. Naja, der letzte Monat war schon stressig. Diese Baustelle ist einfach schwierig. Aber das Haus muss in 3 Monaten fertig sein. Ich muss da die Termine einhalten. Das nervt manchmal, klar, aber es ist einfach so. Letzten Samstag hast du den ganzen Tag gearbeitet. Das finde ich immer schade. Das passiert nicht oft. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich kann ja dann an einem anderen Tag später beginnen oder ganz frei machen. Du schon, aber ich nicht. Wir haben so wenig Zeit zusammen. Wenn dieses Haus fertig ist, dann wird es wieder besser. Und wir haben den Urlaub. Ich kann dieses Jahr 3 Wochen am Stück frei machen und habe dann immer noch 2 Wochen in diesem Jahr. Naja, deine Ferien sind natürlich länger. Ist ja schon gut. Ich weiß ja, dass alle denken, wir Lehrer haben zu viel Urlaub und Ferien. Egal, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Und ich mag meinen Job ja. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich auf einer Baustelle die Arbeit von anderen kontrollieren muss. Das ist mega stressig. Da gibt es oft Probleme. Zu den Behörden gehen und verhandeln, das braucht Zeit und Geduld. Das macht mir eigentlich Spaß. Du sag mal, wann fährt denn... Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Berg ist ein wichtiger Kunde. Hast du die Fahrkarten gekauft? Puh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Du hast doch die App. Kauf schnell die Karten und reservier uns 2 Sitzplätze. Die Züge sind immer sehr voll. Mist, mein Akku ist fast leer. Komm, wir kaufen sie am Automaten. Oh je, bei den Automaten stehen aber viele Leute. Schau, am Schalter ist nichts los. Und ich schreibe noch schnell Isa, dass ich heute Abend nicht da bin und erst morgen wieder nach Hause komme. Ich habe es ihr heute Morgen nicht gesagt. Hast du auch vergessen, wohin wir heute fahren? Ich glaube zur Firma Wiesbaden in Berg. Haha. Oh, wir sind ja schon dran. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Berg ist ein wichtiger Kunde. Hast du die Fahrkarten gekauft? Puh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Du hast doch die App. Kauf schnell die Karten und reservier uns 2 Sitzplätze. Die Züge sind immer sehr voll. Mist, mein Akku ist fast leer. Komm, wir kaufen sie am Automaten. Oh je. Bei den Automaten stehen aber viele Leute. Schau, am Schalter ist nichts los. Und ich schreibe noch schnell Isa, dass ich heute Abend nicht da bin und erst morgen wieder nach Hause komme. Ich habe es ihr heute Morgen nicht gesagt. Hast du auch vergessen, wohin wir heute fahren? Ich glaube zur Firma Wiesbaden in Berg. Haha. Oh, wir sind ja schon dran. Guten Morgen. Guten Morgen. 2 Fahrkarten nach Wiesbaden, bitte. Gerne. Wann möchten Sie fahren? Jetzt gleich, um 9:30. Der nächste Zug fährt um 9.37 Uhr auf Gleis 5. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Fährt der Zug direkt oder müssen wir umsteigen? Sie müssen in Mannheim umsteigen. Um 11.33 Uhr kommen Sie in Wiesbaden an. Und wann möchten Sie zurückfahren? Morgen. Am besten so um 9. 9:02 Uhr. Ankunft in Stuttgart, 11:08 Uhr. Umsteigen in Frankfurt.
Ja, das ist gut. Möchten Sie auch Plätze reservieren? Ja, bitte. Fahren Sie erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse. Wo möchten Sie sitzen? Gang oder Fenster? Zwei Plätze nebeneinander, bitte. Gut. Haben Sie beide eine Bahncard? Ich habe keine. Und du, Andreas? Ich auch nicht. Das macht dann 204 Euro für beide. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Ja, bitte. Hier sind Ihre Tickets und der Beleg. Vielen Dank und eine gute Reise. Danke, auf Wiedersehen. Jetzt aber schnell zum Zug. Kein Stress. Wir haben noch 3 Minuten. Guten Morgen. Guten Morgen. 2 Fahrkarten nach Wiesbaden, bitte. Gerne. Wann möchten Sie fahren? Jetzt gleich, um 9:30. Der nächste Zug fährt um 9.37 Uhr auf Gleis 5. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Fährt der Zug direkt oder müssen wir umsteigen? Sie müssen in Mannheim umsteigen. Um 11.33 Uhr kommen Sie in Wiesbaden an. Und wann möchten Sie zurückfahren? Morgen. Am besten so um 9. 9:02 Uhr. Ankunft in Stuttgart, 11:08 Uhr. Umsteigen in Frankfurt. Ja, das ist gut. Möchten Sie auch Plätze reservieren? Ja, bitte. Fahren Sie erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse. Wo möchten Sie sitzen? Gang oder Fenster? 2 Plätze nebeneinander, bitte. Gut. Haben Sie beide eine Bahncard? Ich habe keine. Und du, Andreas? Ich auch nicht. Das macht dann 204 Euro für beide. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Ja, bitte. Hier sind Ihre Tickets und der Beleg. Vielen Dank und eine gute Reise. Danke, auf Wiedersehen. Jetzt aber schnell zum Zug. Kein Stress. Wir haben noch 3 Minuten. So, endlich Feierabend. Das ist doch gut gelaufen heute, oder? Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Und jetzt gehen wir erstmal zum Hotel. Ja, finde ich gut. Aber schauen wir doch mal, was hier heute Abend so los ist. Also, was ist los in Wiesbaden? Hier, Rheintheater Wiesbaden, der Besuch der alten Dame. Hä? Was ist das? Wie? Das kennst du nicht? Ein Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Kennst du den etwa auch nicht? Doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Aber heute Abend ins Theater? Nee, David, also wirklich nicht. Wir können doch ein bisschen Sport machen. Ich such mal ein Fitnessstudio. Hier, das sieht doch nicht schlecht aus. Fit Plus, auch für Tagesgäste. Und hier schreiben sie... professionelle Trainer. Aber das sagen doch alle Studios. Ich bin wirklich zu müde für Sport. Da mache ich lieber noch ein bisschen Kultur. Wir können doch mal in eine Ausstellung gehen. Deutsche Malerei. Von Max Ernst bis Gerhard Richter. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Die haben schon geschlossen. Dann eher ein Konzert. Ah, hier, schau mal. Konzerte, Musik, Namika und ihre Band. Das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es noch Tickets. Namika? Nee, die mag ich nicht. Wollen wir nicht einfach nur was essen gehen? Na gut, gehen wir erst mal essen. Restaurants gibt's ja genug. Und dann gehen wir in einen Club. Ja, das machen wir. Ich hab auch schon eine Idee. So, endlich Feierabend. Das ist doch gut gelaufen heute, oder? Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Und jetzt gehen wir erstmal zum Hotel. Ja, finde ich gut. Aber schauen wir doch mal, was hier heute Abend so los ist. Also, was ist los in Wiesbaden? Hier, Rheintheater Wiesbaden, der Besuch der alten Dame.
Hä? Was ist das? Wie? Das kennst du nicht? Ein Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Kennst du den etwa auch nicht? Doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Aber heute Abend ins Theater? Nee, David, also wirklich nicht. Wir können doch ein bisschen Sport machen. Ich such mal ein Fitnessstudio. Hier, das sieht doch nicht schlecht aus. Fit Plus, auch für Tagesgäste. Und hier schreiben sie professionelle Trainer. Aber das sagen doch alle Studios. Ich bin wirklich zu müde für Sport. Da mache ich lieber noch ein bisschen Kultur. Wir können doch mal in eine Ausstellung gehen. Deutsche Malerei. Von Max Ernst bis Gerhard Richter. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Die haben schon geschlossen. Dann eher ein Konzert. Ah, hier, schau mal. Konzerte, Musik, Namika und ihre Band. Das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es noch Tickets. Namika? Nee, die mag ich nicht. Wollen wir nicht einfach nur was essen gehen? Na gut, gehen wir erst mal essen. Restaurants gibt's ja genug. Und dann gehen wir in einen Club. Ja, das machen wir. Ich hab auch schon eine Idee. Firma IT Perfekt, mein Name ist Christina Münch. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Kann ich Herrn Weiß sprechen? Wie ist denn Ihr Name bitte? Lindner, Lars Lindner. Einen Moment bitte, ich verbinde. Tut mir leid, Herr Lindner, Herr Weiß ist heute krank. Ach so. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Also wir haben hier ein Computerproblem im Laden. Du Manni, sag mal, was ist nochmal mit den Computern los? Das Rechnungsprogramm läuft nicht auf den neuen Computern. Herr Weiß hat gesagt, er kommt vorbei, wenn es Probleme gibt. Aber jetzt ist er ja nicht da. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von einem anderen Kollegen im Außendienst. Ja, in Ordnung. Haben Sie etwas zu schreiben? Moment, gleich. So, jetzt. Also, die Nummer von Herrn Petri ist 0162 901 301 492. Er kann sicher ja, auch... Ja, habe ich notiert. Also, tschüss. Wiederhören. Firma IT Perfekt, mein Name ist Christina Münch. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Kann ich Herrn Weiß sprechen? Wie ist denn Ihr Name bitte? Lindner, Lars Lindner. Einen Moment bitte, ich verbinde. Tut mir leid, Herr Lindner, Herr Weiß ist heute krank. Ach so. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Also wir haben hier ein Computerproblem im Laden. Du Manni, sag mal, was ist nochmal mit den Computern los? Das Rechnungsprogramm läuft nicht auf den neuen Computern. Herr Weiß hat gesagt, er kommt vorbei, wenn es Probleme gibt. Aber jetzt ist er ja nicht da. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von einem anderen Kollegen im Außendienst. Ja, in Ordnung. Haben Sie etwas zu schreiben? Moment, gleich. So, jetzt. Also, die Nummer von Herrn Petri ist 0162 901 301 492. Er kann sicher auch... Ja, habe ich notiert. Also, tschüss. Wiederhören. Firma IT Perfekt, mein Name ist Christina Mönch. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Mein Name ist Sascha Klein. Kann ich bitte mit Herrn Weiß sprechen? Einen Moment, ich verbinde. Tut mir leid, Herr Klein. Herr Weiß ist heute krank. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, also gut.
Wir haben hier bei uns im Laden ein Problem mit der neuen Computeranlage. Herr Weiß hat gesagt, er kann vorbeikommen, wenn es Probleme gibt. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von einem anderen Kollegen im Außendienst. Haben Sie etwas zu schreiben? Ja. Also, die Nummer von Herrn Petri ist 0162 901 301 492. Er kann sicher auch noch heute bei Ihnen vorbeikommen und das Problem dann hoffentlich lösen. Sehr gut. Ich wiederhole nochmal die Nummer. 0162 901 301 492. Ja, genau. Super, vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Firma IT Perfekt, mein Name ist Christina Mönch. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Mein Name ist Sascha Klein. Kann ich bitte mit Herrn Weiß sprechen? Einen Moment, ich verbinde. Tut mir leid, Herr Klein. Herr Weiß ist heute krank. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, also gut. Wir haben hier bei uns im Laden ein Problem mit der neuen Computeranlage. Herr Weiß hat gesagt, er kann vorbeikommen, wenn es Probleme gibt. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von einem anderen Kollegen im Außendienst. Haben Sie etwas zu schreiben? Ja. Also, die Nummer von Herrn Petri ist 0162 901 301 492. Er kann sicher auch noch heute bei Ihnen vorbeikommen und das Problem dann hoffentlich lösen. Sehr gut. Ich wiederhole nochmal die Nummer. 0162 901 301 492. Ja, genau. Super, vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und, habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten? Was, jetzt schon? Nein, wir haben doch noch 3 Wochen Zeit. Ach ja, aber die Zeit ist schnell vorbei. Letztes Jahr ist mir ja was passiert. Das glaubt ihr nicht. Echt? Was denn? Erzähl doch mal. Ja, also, das war so. Ich war, wie immer, viel zu spät dran mit den Geschenken. Das Wetter war ganz schlecht, kalt und es hat geschneit. Aber ich musste los. Einen Tag vor Weihnachten noch schnell in die Stadt. Mann, ich sag euch, da war was los. Ich war wirklich nicht der Einzige. Da waren so viele Leute und alle haben auch noch ein Geschenk gesucht. Das Schlimme war, dass ich gar keine Idee hatte, was ich meiner Mutter schenken soll. Ich bin also hierhin und dorthin gegangen und habe dann am Schluss ein tolles Buch gefunden. Eines über die Berge mit schönen Fotos und interessanten Texten und so. Das war ein super Geschenk für meine Mutter. Also bin ich an die Kasse gegangen und habe es bezahlt. Das Buch war echt schwer und nach der langen Suche hatte ich Hunger und Durst. Ich habe in einer Pizzeria schnell etwas gegessen und getrunken. Dann ist mir eingefallen, dass ich auch noch kein Geschenk für meinen Bruder habe. Also bin ich nochmal los, war in vielen Geschäften und habe ihm am Ende ein T-Shirt gekauft. Dann bin ich nach Hause gefahren. Tja, und zu Hause habe ich gemerkt, dass ich das Buch irgendwo vergessen habe. Oh nein, sowas Blödes. Das darf doch nicht wahr sein. Und hast du es zurückbekommen? Tja, die Geschäfte hatten alle schon zu. Da konnte ich nicht mehr anrufen. Dann habe ich bei der Pizzeria angerufen. Aber auch da war keiner mehr. Und es war ein Tag vor Weihnachten. Und dann? Dann hat es plötzlich an der Tür geklingelt. Ich mache auf und da steht meine Nachbarin mit einer Tüte in der Hand und sagt, ist das Ihr Buch? Was? Echt? Wie geht denn das? Ja, lustig, oder? Ich habe die Tüte einfach vor der Haustür vergessen. Ich habe sie wohl auf den Boden gestellt, weil ich den Haustürschlüssel gesucht habe. Wow, so ein Glück. Und, habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten?
Was, jetzt schon? Nein, wir haben doch noch 3 Wochen Zeit. Ach ja, aber die Zeit ist schnell vorbei. Letztes Jahr ist mir ja was passiert. Das glaubt ihr nicht. Echt? Was denn? Erzähl doch mal. Ja, also, das war so. Ich war, wie immer, viel zu spät dran mit den Geschenken. Das Wetter war ganz schlecht, kalt und es hat geschneit. Aber ich musste los. Einen Tag vor Weihnachten noch schnell in die Stadt. Mann, ich sag euch, da war was los. Ich war wirklich nicht der Einzige. Da waren so viele Leute und alle haben auch noch ein Geschenk gesucht. Das Schlimme war, dass ich gar keine Idee hatte, was ich meiner Mutter schenken soll. Ich bin also hierhin und dorthin gegangen und habe dann am Schluss ein tolles Buch gefunden. Eines über die Berge mit schönen Fotos und interessanten Texten und so. Das war ein super Geschenk für meine Mutter. Also bin ich an die Kasse gegangen und habe es bezahlt. Das Buch war echt schwer und nach der langen Suche hatte ich Hunger und Durst. Ich habe in einer Pizzeria schnell etwas gegessen und getrunken. Dann ist mir eingefallen, dass ich auch noch kein Geschenk für meinen Bruder habe. Also bin ich nochmal los, war in vielen Geschäften und habe ihm am Ende ein T-Shirt gekauft. Dann bin ich nach Hause gefahren. Tja, und zu Hause habe ich gemerkt, dass ich das Buch irgendwo vergessen habe. Oh nein, sowas Blödes. Das darf doch nicht wahr sein. Und hast du es zurückbekommen? Tja, die Geschäfte hatten alle schon zu. Da konnte ich nicht mehr anrufen. Dann habe ich bei der Pizzeria angerufen. Aber auch da war keiner mehr. Und es war ein Tag vor Weihnachten. Und dann? Dann hat es plötzlich an der Tür geklingelt. Ich mache auf und da steht meine Nachbarin mit einer Tüte in der Hand und sagt, ist das Ihr Buch? Was? Echt? Wie geht denn das? Ja, lustig, oder? Ich habe die Tüte einfach vor der Haustür vergessen. Ich habe sie wohl auf den Boden gestellt, weil ich den Haustürschlüssel gesucht habe. Wow, so ein Glück. Also, wie ist das jetzt mit dem Picknick? Wann können wir das denn machen? Also, ich finde am Samstag um 11 Uhr ist eine gute Zeit. Da können wir einen Brunch machen. Ich weiß nicht. Am Samstag müssen bestimmt viele noch einkaufen und so. Wollen wir uns nicht lieber am Sonntag um 11 Uhr treffen? Ja, da hast du recht. Sonntag finde ich auch gut. Okay. Und wer bringt was mit? Also, ich denke, jeder bringt etwas zu trinken für sich selbst mit und das Essen teilen wir auf. Ja, das finde ich gut. Okay. Dann kaufe ich Käse. Lecker. Aber ich denke, wir müssen das nicht genau festlegen. Jeder bringt einfach irgendetwas mit und alle dürfen davon essen. Aber dann haben wir am Ende 5-mal Nudelsalat. Nein, das glaube ich nicht. Es bringt doch immer jeder was anderes mit. Ja, okay, wenn du meinst. Wie machen wir das mit Tellern, Gläsern oder Bechern? Soll das auch jeder für sich selbst mitbringen? Ja, das finde ich gut. Und Decken oder Kissen. Super, dann haben wir alles. Ich freue mich schon. Ach, wo treffen wir uns eigentlich? Ach so, ja. Am Kiosk im Park? Den kennt doch jeder. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, so machen wir's. Also, wie ist das jetzt mit dem Picknick? Wann können wir das denn machen? Also, ich finde am Samstag um 11 Uhr ist eine gute Zeit. Da können wir einen Brunch machen. Ich weiß nicht. Am Samstag müssen bestimmt viele noch einkaufen und so. Wollen wir uns nicht lieber am Sonntag um 11 Uhr treffen? Ja, da hast du recht. Sonntag finde ich auch gut. Okay. Und wer bringt was mit? Also, ich denke, jeder bringt etwas zu trinken für sich selbst mit und das Essen teilen wir auf. Ja, das finde ich gut. Okay, dann kaufe ich Käse. Lecker. Aber ich denke, wir müssen das nicht genau festlegen.
Jeder bringt einfach irgendetwas mit und alle dürfen davon essen. Aber dann haben wir am Ende 5-mal Nudelsalat. Nein, das glaube ich nicht. Es bringt doch immer jeder was anderes mit. Ja, okay, wenn du meinst. Wie machen wir das mit Tellern, Gläsern oder Bechern? Soll das auch jeder für sich selbst mitbringen? Ja, das finde ich gut. Und Decken oder Kissen. Super, dann haben wir alles. Ich freue mich schon. Ach, wo treffen wir uns eigentlich? Ach so, ja. Am Kiosk im Park? Den kennt doch jeder. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, so machen wir's.